Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch eine sehr interessante Plattform vorstellen, die vor 10 Jahren bei Intel einiges veränderte. Ähnlich wie zum Beispiel Nvidias G80 Grafikchip für die GeForce 8800. Bei Nvidias G80 Grafikchip waren es vor allem die Unified Shaders, also die universellen und verallgemeinerten Shader-Einheiten, die bis heute Bestand haben bei Grafikkarten von AMD und Nvidia. Bei Intels Core i7, der Ende 2008 eingeführt wurde, auf Basis der Nehalem-Architektur, hat ebenfalls einige interessante Neuerungen, die bis heute bei Intel noch Bestand haben. Das ist sehr interessant. Dazu zählen zum Beispiel die Integration des Arbeitsspeichercontrollers in den eigentlichen Prozessor. Beim Nehalem mit Bloomfield-Kern wird der Arbeitsspeicher vom Typ DDR3 im sogenannten Triple-Channel-Betrieb angesprochen, wenn man eben mindestens 3 DDR3-RAM-Module verbaut. Und es werden maximal 24 GB Arbeitsspeicherkapazität unterstützt. Die Nehalem IP-Serverprozessoren unterstützen Speicherkapazitäten von bis zu 144 GB inklusive ECC-Support. Anders als der Core 2 Quad-Vorgänger Penguin setzt der Core i7 mit Bloomfield-Kern bereits auf einen monolithischen Die und nicht mehr auf 2 Dies, die auf einer Trägerplatine verbunden sind und jeweils 2 CPU-Kerne besitzen. Außerdem bekam der Core i7 noch eine dritte Cache-Stufe spendiert, der sogenannte Level 3 Cache. Dieser beträgt beim Core i7 mit Bloomfield-Kern 8 MB. Während der Level 2 Cache bei den Core 2 Quads einige Megabyte groß war, beträgt dieser beim Bloomfield jetzt nur noch 256 Kilobyte pro Kern. Insgesamt dann also 1 Megabyte. Dies wiederum wird aber durch den Level 3 Cache und durch den im CPU integrierten Speichercontroller mehr als ausgeglichen. Bereits in Intels Pentium 4 vertreten, aber beim Core i7 wieder neu eingeführt, ist das sogenannte Hyper-Threading oder auch Simultaneous Multithreading, welches einen Prozessorkern in 2 logische Kerne aufteilt. Aus der Quad-Core-CPU wird somit für das Betriebssystem ein 8-Kerner. Denn jeder Kern kann durch Simultaneous Multithreading 2 Threads parallel entgegennehmen und verarbeiten. Dies kann bei Anwendung im besten Falle Leistungssteigerungen um bis zu 50% hervorrufen, doch bei Spielen zum Beispiel bremste oftmals Hyper-Threading aus. Das lag auch mit am Betriebssystem, damals war es noch Windows Vista, das in der 64-Bit-Version installiert werden sollte, um auch eine entsprechend große RAM-Menge einsetzen zu können. Das konnte nämlich noch nicht wirklich zwischen logischen und echten Kernen unterscheiden. Das Ganze funktionierte nur bis maximal 2 Prozessorkernen. Erst Windows 7, der Nachfolger von Windows Vista, schaffte hier Abhilfe. Kam allerdings erst im Jahre 2009. Wir befinden uns aber im 4. Quartal des Jahres 2008, betrachtet man Intels erste Core i7-Plattform. Des Weiteren verfügt Intels Core i7 über neue oder verbesserte Befehle, wie beispielsweise die Befehlssatzerweiterung SSE 4.2. Später kam im Jahre 2010 mit der RESTMIR-Architektur die AES-Befehlssatzerweiterung hinzu. Mit Sandy Bridge wurde Anfang 2011 dann schließlich AVX eingeführt. Mit Intels erster Core i7-Generation wurde der im Jahre 2004 eingeführte Sockel LGA775 nun endlich nach 4 Jahren durch den Sockel LGA1366 ersetzt.
Der Sockel besitzt 1366 Kontakte und ist dementsprechend gegenüber dem Vorgängersockel LGA775 vergrößert worden. Ich hätte hier beispielsweise den Kensfield-Prozessor Core 2 Quad Q6600 für den Sockel 775, der zu seiner Zeit damals äußerst beliebt war, denn diese Quad-Core-CPU war ziemlich günstig zu haben und man konnte sie extrem gut übertakten. Besonders das G0-Stepping, das mir sogar zweimal vorliegt, ist für seine Overclocking-Tauglichkeit sehr berühmt geworden. Und wenn ich jetzt mal hier den Bloomfield-Prozessor Core i7-920 in meine Hand neben dem Kensfield lege, kann man den Größenunterschied zwischen den beiden CPUs deutlich erkennen. Der Core i7-920 mit Bloomfield-Kern war einer der drei Prozessoren, die zur ersten Stunde für Intels neue Plattform erhältlich war. Links neben meinem MSI X58 Pro-E Motherboard liegen zwei Intel Core Prozessoren auf Nehalem Basis. Einmal Intels Core i7-920 mit 4 Kern 8 Threads und 2,66 GHz Basistakt. Sowie Intels Xeon E5520 mit einem niedrigeren Basistakt von 2,26 GHz. Rechts daneben liegen zwei Restmere IP Xeons, und zwar jeweils der Xeon E5620 mit 2,4 GHz. Alle CPUs besitzen 4 Kerne und 8 Threads. Die Westmires werden aber in 32 Nanometern gefertigt, während die Nehalems in 45 Nanometern gefertigt wurden. Darüber hinaus besitzen die Restmere IP Xeons über 50% mehr Level 3 Cache, insgesamt also 12 MB, und ihr QPI-Interface taktet mit 2933 MHz, welches auch für den Xeon i5520 zutrifft auf Nehalem EP-Basis. Der Core i7-920 hat ein auf 2,4 GHz eingestelltes QPI-Interface. Interessant ist auch, dass die Xeons über eine deutlich verringerte TDP von maximal 80 Watt verfügen, während Intels Core i7-920 Bloomfield-Prozessor der ersten Stunde noch über 130 Watt TDP verfügt. Die Taktfrequenz beim Bloomfield im Falle des i7-920 beträgt sie 2,66 GHz, ergibt sich nicht mehr aus dem Frontside-Bus multipliziert mit dem Multiplikator, sondern aus einem sogenannten BCLK oder auch Referenztakt genannt, der 133 MHz standardmäßig beträgt. CPU, Ancore, Speicher und QPI-Takt wurden aus dem sogenannten Referenztakt, auch BCLK genannt, abgeleitet. Und zwar mit einem sogenannten Multiplikator. Wie auch bei vorausgegangenen CPU-Generationen. Eine Besonderheit gibt es hier allerdings, das trifft aber nur für die X58-Plattform zu, der Ancore-Takt, welcher den Level 3 Cache und den Speichercontroller beinhaltet, muss mindestens doppelt so hoch sein wie der Speichertakt. Wenn man also RAM-Module mit 1066 MHz einsetzt, dann muss der Ancore-Takt mindestens dann in dem Falle 2133 MHz betragen. Oder das Vierfache vom realen Speichertakt. Im Falle von 1066 MHz sind es ja 533 MHz. Das ist eben die Besonderheit, die man beachten muss, wenn man übertakten möchte. Alle anderen Multiplikatoren, also vom QuickPass Interconnect und vom Prozessor an sich, lassen sich dann frei wählen.
Intels Nehalem-Plattform für die Bloomfields und später auch für die Gulf Towns war übrigens die letzte Plattform aus dem Hause Intel, die noch auf einen sogenannten Chipsatz setzte. Dieser besteht in dem Falle aus der neu eingeführten X58 Northbridge und der vom P45 übernommene ICH10R Southbridge. Diese besitzt auch RAID-Funktionalität für die SATA-Anschlüsse. Der X58 ist der direkte Nachfolger der X48 Northbridge. Hier in dem Falle habe ich sie auf dem Asus P5e Deluxe verbaut, in Kombination mit der ICH9 Southbridge. Bei der X48 Northbridge für den Sockel 775 wurde noch auf einen sogenannten Frontside-Bus als Verbindung zwischen Northbridge zur CPU gesetzt. Dieser taktete in dem Falle mit 1600 MHz. Außerdem besitzt der X48 2x16 PCI Express 2.0 Lanes und ein DMI-Interface zur Anbindung der Southbridge. Der X58 besitzt insgesamt 36 PCI Express 2.0 Lanes. In dem Falle hier am Beispiel des MSI X58 Pro-E gehen jeweils 16 Lanes an die beiden Grafiksteckplätze hier. Und dann gibt es noch vier weitere Lanes, die an diesen dritten mechanischen X16-Slot weitergereicht werden. Die X58 Northbridge setzt allerdings nicht mehr auf einen Frontside-Bus zur Anbindung zur CPU, sondern auf den sogenannten Quick-Pass-Interconnect. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die im Falle des Core i7-920 Bloomfield-Prozessors mit 4,8 Giga Transfers pro Sekunde getaktet ist, in dem Falle mit 2,4 GHz. Und die Bandbreite resultiert dann in 9,6 GB per Second. So gewaltig die erste Core i7-Plattform auf dem Papier auch aussah, so hatte sie auch einige handfeste Nachteile. Der wohl größte war die hohen Anschaffungskosten. So ein Core i7-920, der kostete zum Release mindestens etwa 300 Euro und ein 1366er Mainboard, das kostete mindestens 200 Euro. Also die Einstiegspreise waren sehr hoch angesetzt. Und das andere, das ist der sehr hohe Stromverbrauch, vor allem auch von der Northbridge her resultierend. Und die Core i7-Prozessoren sind mit 130 Watt TDP ja auch nicht gerade die sparsamsten. Aufgrund des Triple-Channel-Speicherinterfaces, davor gab es nur maximal Dual-Channel und der DDR3-RAM-Exklusivität, brauchte man dementsprechend auch drei DDR3-RAM-Module, die zur damaligen Zeit mit über 100 Euro doch ziemlich teuer waren, wenn man die maximale Leistung aus einem Core i7-System herausholen wollte. Nachdem es die ersten Nutzer einer damals brandneuen Core i7-Plattform gab, stellte sich jedoch schnell Ernüchterung ein. Dies liegt daran, so blöd es auch klingt, dass die Core i7-Plattform ihrer Zeit damals ziemlich gut voraus war. Allerdings mussten die Anwender schnell feststellen, dass gegenüber einem flotten Core 2 Quad-System sich in den damaligen Spielen mit so einem neuen Core i7-System keine deutlich höheren Frameraten einstellten.
Dass die Frameraten der PC-Spiele mit der Core i7-Plattform nicht deutlich zulegten, lag an der Grafikkarte bzw. an den Grafikkarten der damaligen Tage. Das waren Nvidias GeForce GTX 280 und die AMD bzw. ATI Radeon HD 4870. Da gehörte ATI aber schon zu AMD, die erhältlich waren als schnellste Single-GPU-Karten, die eben für den Core i7 zu langsam waren. Es lag also ein GPU-Limit vor. Und es kam noch schlimmer, denn durch die Hyper-Threading-Technologie des Core i7 konnten die Bildraten auch durchaus niedriger ausfallen, als wenn man SMT deaktivierte. Ja, dies liegt eben an den Computerspielen der damaligen Zeit, die nicht für SMT optimiert waren. Erst wenn man mehrere Grafikkarten im Triple SLI oder Quad Crossfire Betrieb zusammenschaltete, konnte man seinen Core i7 tatsächlich mal ausreizen und höhere Frameraten erzielen. Das Ganze war allerdings eine sehr kostspielige Angelegenheit und auch eine sehr, sehr stromhungrige und nicht gerade die leiseste. Und zudem gab es ja auch noch die berüchtigten Mikroruckler zu sehen. Der in 45 Nanometern gefertigte Bloomfield-Kern wurde im Jahre 2010 von der 32 Nanometer Westmeer-Architektur mit Gaifetown-Kern für den Sockel 1366 abgelöst. Das war allerdings noch nicht alles, denn beim Gaifetown handelt es sich um eine 6-Kern-CPU, ebenfalls mit SMT und somit 12 Threads, die zudem über 12 statt 8 MB Level 3 Cache verfügt. Und das bei gleicher TDP von 130 Watt. Für die nicht allzu gut betuchten PC-Spieler brachte Intel im Jahre 2009 einen verkleinerten Lynfield heraus, der aber auch in 45 Nanometern produziert wurde, aber mit einem kleineren Sockel, nämlich dem Sockel 1156, der eben eine deutlich günstigere Plattform zuließ. So, jetzt tausche ich mal die Mainboards aus. Hier hätte ich dann ein MSI P55 GD65, welches dann nur noch auf einen einzigen Chip statt eines Chipsatzes setzt, der per Direct Media Interface mit bis zu 2 GB die Sekunde mit der CPU angebunden ist. Genauso wie die ICH10R Southbridge mit der X58 Northbridge. Gegenüber dem Sockel 1366, das zeige ich euch nochmal, wurde der Sockelschließmechanismus verändert. Bei dem 1366er Sockel, der sich noch an den LG A775 Sockel anlehnte, gibt es hier einen Hebel, den man so aufklappt und dann kann man die Klappe auf die gegenüberliegende Seite aufklappen. Dann kommt hier der Sockel zum Vorschein. Bei LG A1156 ist der Schließmechanismus verändert worden, der übrigens bis heute so geblieben ist. Und zwar gibt es auch hier einen Hebel. Ich nehme euch mal hier die Plastikabdeckung ab, die man hier auch nach unten und dann zur Seite drücken muss. Und in dem Falle klappen Hebel und Deckel zur selben Seite um. Der neue Nehalem für den Sockel 1156 kam als Lynfield mit 4 Kernen daher. Hier zum Beispiel ein Intel Core i7-860, der mit, da müsste ich jetzt nochmal selber gucken, 2,8 GHz Basistakt betrieben wird. Und
ja, ein bisschen abgespeckter ist. Er verfügt zwar auch noch über Simultaneous Multithreading, aber beispielsweise nur noch über ein Dual-Channel-Speicherinterface. Außerdem entfällt der QuickPass Interconnect, denn das Mainboard setzt nur noch auf einen einzelnen Chip, der per Direct Media Interface, das ist eine Art PCI Express-Verbindung, mit der CPU verbunden wird. Aber der Core i7-860, deswegen ist sein Die auch etwas größer wie der Core i7 mit Bloomfield-Kern, besitzt 16 integrierte PCI Express 2.0 Bahnen, womit Grafikkarten direkt mit der CPU angebunden werden können. Und dieses Design hat ja bis heute noch Bestand. Deswegen ist die Harlem eine Architektur, die für Intel so einiges damals änderte und was ihn bis heute noch Hand und Fuß hat. Ja, den 45 Nanometer Linfield ergänzte dann Clarkdale in 32 Nanometern. Hier zum Beispiel ein Core i5-660, der sieht genauso aus wie ein Linfield, von außen also nicht zu unterscheiden. Die Besonderheit ist allerdings, wenn man diesem Clarkdale mal den Herzbruder entfernen würde, kommen hier zwei Dies zum Einsatz. Einmal die Grafikeinheit, das war damals brandneu bei Intel, in 45 Nanometern allerdings noch gefertigt, deswegen auch größer wie der CPU-Part in 32 Nanometern. Der Speichercontroller zog dann aber in den Grafikdie um, was für etwas höhere Latenzen dann sorgte. Ja, bei der Grafikeinheit handelt es sich um die sogenannte Intel HD Graphics mit bis zu 6 Execution Units, die maximal DirectX 10.0 Befehle ausführen kann. Naja, man brauchte aber dank der integrierten Grafikeinheit für Office-PCs keine separate Grafikkarte mehr. Ja, vorausgesetzt natürlich, dass Mainboard hat auch entsprechende Grafikausgänge, wobei man davor natürlich auch auf ein Mainboard mit Chipsatz-Grafik hätte setzen können, davon mal abgesehen. Linfield hatte gegenüber dem Bloomfield einige handfeste Vorteile, so waren die Anschaffungskosten eben deutlich günstiger. Es gab auch den Core i5-750 ohne SMT als interessante Alternative, denn die damaligen Spiele profitierten ja noch nicht durchgängig von SMT. Eine Ausnahme stellt hier beispielsweise Anno 1404 dar. Und das andere ist natürlich auch aufgrund des Single-Chip-Designs die deutlich geringere Leistungsaufnahme. Außerdem ist der Linfield mit 95 Watt TDP spezifiziert. 1156 Mainboards waren gegenüber 1366 Mainboards ja eben deutlich günstiger zu erwerben. Die günstigsten erreichten auch Preise von unter 100 Euro. Ja, hier gibt es dann nur noch den P55 in dem Falle, der 8 PCI Express 2.0 Lanes besitzt, sowie 6 SATA 3 Gigabit Anschlüsse und 14 USB 2.0 Ports. Das X58 Mainboard mit 1366 Sockel, das besitzt aufgrund des Chipsatzes ein paar mehr PCI Express Lanes, insgesamt 42, 36 kommen von der Northbridge, die eine TDP von jenseits gut und böse von über 20 Watt besitzt. Und 6 PCI Express 2.0 Bahn stammen von der ICH10 Southbridge, die obendrein 12 USB 2.0 Ports und 6 SATA 3 Gigabit Bahnen verfügt. Der Core i7-860 Linfield erreichte übrigens gegenüber dem Bloomfield-Prozessor Core i7-920 eine ähnliche Performance, während der Clarkdale mit integrierter Grafikeinheit nur über 2 echte Kerne kombiniert mit Hyper-Threading besitzt und somit eben
deutlich langsamer agiert, dafür aber auch deutlich günstiger dann zu bekommen war. Was sich zu jener Zeit auch geändert hat, sind die Montagelöcher für CPU-Kühler. Das möchte ich nochmal der Vollständigkeit erwähnen. Bei 775er Mainboards musste man dann die inneren Löcher bei CPU-Kühlern nehmen und bei den 1366er Mainboards dann die äußeren. Deswegen gibt es hier auch drei verschiedene Lochpositionen bei CPU-Kühlerhalterung. Das stammt eben aus jener Zeit von 2008, 2009. Und die mittleren Löcher, die sind dann für die 1156er Mainboards. Der Erzrivale AMD setzte Ende 2008 noch auf die ersten Phenom-CPUs für den ARM 2 Plus Sockel, doch diese waren nicht so sonderlich beliebt, denn diese ließen sich nicht besonders gut übertakten und erzielten wohl auch nicht die beste Leistung. Erst die 2009 von AMD eingeführten Phenom 2 CPUs, die es auch für den ARM 2 Plus Sockel gab, waren schon um einiges beliebter. Denn neben dem ARM 3 Sockel mit DDR3 RAM-Unterstützung passten sie auch noch in den ARM 2 Plus Sockel und liefen mit DDR2 RAM. Man brauchte also nicht unbedingt eine neue ARM3-Plattform nebst DDR3-RAM, sondern man konnte sein bestehendes ARM2-Plus-System und seinen DDR2-RAM für die neuen Phenom 2 CPUs weiter nutzen. Im Jahre 2010 kam von AMD dann noch die 6-Kern-Variante mit Tubenkern als Phenom 2 X6 auf den Markt. Für unter 300 Euro. Ja, der passte dann in den ARM3-Sockel, aber eventuell auch noch auf ARM2-Plus-Mainboards. Doch der Core i7 mit Galfton-Kern war dem damaligen Phenom 2 X6 doch deutlich überlegen, muss man ganz klar sagen. Das war ein ganz anderes Kaliber, aber der Core i7-980X, der bei Release übrigens das einzige Modell war, kostete auch über 900 Euro und riss somit ein tiefes Loch in die Geldbörse. Die Nehalem-Architektur, die als Core i7 mit Bloomfield-Kern Ende 2008 eingeführt wurde, ist eine sehr interessante Plattform. Wie ich ja schon sagte, denn sie stellt einen sehr entscheidenden Entwicklungsschritt für Intel dar, hat sie doch einiges verändert, was die CPU als auch die Plattform betrifft. Jedoch waren die Einstandspreise jener Plattform für viele Interessenten einfach viel zu hoch und auch die Leistungsaufnahme der Plattform konnte abschreckend sein. Erst die sparsameren Linfield-Prozessoren für die LG A3-1156 Mainboards mit 5er PCHs schafften hier Abhilfe, da sie eben doch deutlich günstiger zu bekommen waren und eine ähnliche Leistung erzielen konnten. Des Weiteren verfügt Intels Core i7 über neue... Ich hätte hier beispielsweise einen alten Intel Core 2 Quad Q6600, die zur ersten Stunde für Intels neue Plattform erhältlich war. Der damals zu seiner Zeit äußerst beliebt war, denn das darf doch nicht wahr sein. Denn dieser native Quad-Core, na gut, er besteht aus zwei jeweils mit 3,2 Gigahertz per Second. Davor gab es nur maximal Dual-Channel,
Und es eine ähnliche Leistung resultiert. MSI P85 Pro minus E Motherboard. Interessant ist auch, dass die Xeons über eine deutlich geringerte